Ich persönlich bin ein großer Fan von Rollenspielen. Vor allem die sogenannten JRPGs oder Japanese Role-Playing Games, also japanische Rollenspiele, haben es mir sehr angetan. Angefangen hat dies mit Terranigma, ein Spiel, was mich als Kind so beeindruckt hat, dass ich mir zum ersten Mal die Frage stellte, welches Genre ist das? Wonach natürlich viele andere Super Nintendo Rollenspiele folgten, wie Secret of Mana, Secret of Evermore, Illusion of Time und Lufia und viele weitere noch. Später gab es eine Zeit, wo ich mit dem Genre, wenn man es als solches bezeichnen möchte, weniger zu tun hatte. Da meine Spieleplattform der PC war und chronischer Geldmangel hat auch nicht unbedingt geholfen. Doch PC-Ports wie von Grandia 2 und vor allem später das Aufkommen von Emulatoren wie EPSX waren definitiv eine Bereicherung für mich. Doch für viele war die Dürreperiode die Xbox 360 oder PS3-Generation. Nicht unbedingt, weil es keine JRPGs gab, denn gerade auf der PS3 gab es einen Haufen von Titeln. Sondern da dieses Genre sehr den Mainstream verlassen hatte. Und die Titel, die mehr Aufmerksamkeit bekamen, wie Blue Dragon, Lost Odyssey und die Final Fantasy 13-Reihe, entweder von Kritikern oder von Verkaufszahlen floppten. So wurde die Generation sehr von First-Person-Shootern dominiert. Doch als am 1. Februar 2013 Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin erschien, war dies für mich der Grund, eine PlayStation 3 zu kaufen. Und das Spiel natürlich. Mir hat es sehr gefallen, vor allem die Story und Präsentation gaben mir wirklich das Gefühl, wieder ein Kind zu sein, ohne billig auf Nostalgie zu setzen. Secret of Mana Remake. Entschuldigung. Und auch wenn ich in Retro-Perspektive denke, dass das Kampfsystem ziemliche Schwächen hat, hatte ich trotzdem eine tolle Zeit mit dem Spiel. Und als der zweite Teil angekündigt wurde, war ich sehr gespannt. Würde es das gleiche Kampfsystem haben? Oder würde es mehr eine Art Final Fantasy-Richtung einschlagen, wo eher Ästhetik und nur einige Elemente übernommen werden? Nun ja, es war klar, dass ich es für mich selber sehen wollte. Und ja, ich konnte der King's Edition nicht widerstehen, zum Leidwesen meiner Geldbörse. Aber abgesehen meiner baldigen Obdachlosigkeit muss ich sagen, dass es mich sehr überrascht hat, dass Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs, nicht nur vom Gameplay sich stark unterscheidet von seinem Vorgänger, sondern auch die thematische Ausrichtung eine völlig andere ist. Ich möchte kurz anmerken, dass ich Ni no Kuni 2 noch nicht durchgespielt habe. Also falls ich etwas sage, das ich mit späteren Ereignissen beißen sollte, bitte ich dies zu entschuldigen. Aber fangen wir da an, wo es am sinnigsten ist. Und das ist schließlich, der Anfang. Ni no Kuni 1 ist eine sehr persönliche Geschichte. Unser Hauptcharakter ist Oliver, ein kleiner Junge, welcher in der kleinen Stadt Motorville zusammen mit seiner nicht unbedingt so kleinen Mutter lebt. Man merkt schnell, dass sich hier die Zeit genommen wird, um unseren Charakter und sein Umfeld kennenzulernen. Wir sehen seine Beziehung zu seiner Mutter, treffen seinen Kumpel Philipp und sehen, dass Oliver jemand ist, der sich versucht, an Regeln zu halten und das Richtige zu tun. Trotzdem ist er auch sehr neugierig und abenteuerlustig. Was wir daran sehen, dass er es sich nicht nehmen lässt, das von Philipp gebaute Auto genauer unter die Lupe zu nehmen. Obwohl er sich sogar dafür nachts aus dem Haus schleichen muss, während seine Mutter schläft. Doch wie das Schicksal so will, passiert bei der ersten Probefahrt ein Unglück. Oliver wird durch seine Mutter zwar gerettet, doch erleidet diese direkt im Anschluss einen Herzinfarkt, der sogar zum Tode führt. Der Verlust eines geliebten Menschen ist zwar definitiv ein Klischee, um eine Geschichte voranzubringen, doch soll es hier nicht nur den Hauptcharakter uns näher bringen, sondern es handelt sich hierbei um das zentrale Thema des Spiels, nämlich Verlust, das Gefühl in unserem Herzen, etwas Wichtiges verloren zu haben und wie wir damit umgehen. Denn jeden Charakter, den wir während unseres Abenteuers treffen, hat etwas verloren. Sei es der Enthusiasmus von König Tom oder der Mut von Esther.
Es geht immer um den Verlust, den eine einzelne Person erlitten hat und den Konsequenzen davon. So zieht Oliver nicht los in die neue Welt, weil ihm Tröpfchen erzählt, dass er der Auserwählte sei und eine ganze Welt zu retten hätte. Also, er erzählt es ihm schon, aber Oliver zieht deswegen nicht los. Der Grund, warum Oliver in die Ni No Kuni reist, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, vielleicht seine Mutter zu retten. Erst dann erschließt er sich, Tröpfchen zu folgen. Aber gehen wir mal kurz rüber zu Ni No Kuni 2. Das erste, was wir sehen, ist eine sehr amerikanisch wirkende Stadt, den vermutlichen Präsidenten des Landes und dann passiert Folgendes. Gut, meine Aufmerksamkeit hat das Spiel auf jeden Fall. Nun wird der Präsident wegteleportiert. Das nächste, was wir sehen, ist, wie der Präsident, welcher Roland heißt, in die Ni No Kuni kommt. Nun sehr viel jünger aussehen. Er trifft auf König Evan, welcher der König ist, in wessen Schloss wir uns gerade befinden. Schnell stellt sich heraus, dass gerade ein Putschversuch ausgeführt wird, unter der Leitung von Mausinger, welcher zuvor mit der Zuhilfenahme von Gift Evans Vater umgebracht hat, King Leonard. Dann treffen wir Aranella, welche eine Lehrerin Mutterfigur für Evan ist und sich aktiv unserer Party anschließt, da Evan selber nicht kämpft. Nun versuchen wir als Gruppe aus dem Schloss zu fliehen und treffen auf den Schwarzen Ritter, welchen sich Aranella in den Weg stellt. Schnell noch ein paar Flashbacks, um die Wichtigkeit ihres Charakters zu unterstreichen, der wir dies selber nie sehen, und dann treffen wir auch direkt auf den Schwarzen Ritter. Aranella stirbt den Helden tot und der Schwarze Ritter ist besiegt. Erstmals. Dann noch ein rührseliger Moment mit Aranella, in welchem sie Evan seine Aufgabe gibt, ein Königreich zu bauen, in dem jeder fröhlich leben kann. Danach stehen Roland und Evan postkartentastisch an einer Klippe, wo Evan sagt, nun kämpfe ich und baue dieses Königreich, worauf Roland sagt, naja, ich mach halt mit. Scheinbar ist ihm sein eigenes Land gerade nicht mehr so wichtig. Dies klingt nicht nur nach sehr viel Information in kurzer Zeit, sondern ist es auch. Da all dies in ungefähr der ersten Stunde des Spiels passiert. Im Gegensatz dazu verbringen wir in Ni No Kuni 1 fast eine Dreiviertelstunde nur in der Welt von Oliver, bevor wir überhaupt unsere ersten Schritte in der anderen Welt vollführen. Denn im Nachfolger steht nicht die einzelne Person, das Individuum im Vordergrund, sondern es geht um den Zusammenschluss vieler einzelner Personen mit dem gleichen Ziel zu einer Gesellschaft, Land oder Königreich. Dies sieht man auch daran, dass nach dem Einstieg, in welchem wir Roland steuern, auf Evan gewechselt wird. Etwas, was für ein JRPG eher untypisch ist, da es meistens eine klare Hauptfigur gibt, welche man durch das ganze Spiel steuert. Und wenn gewechselt wird, ist das normalerweise nach einem großen Story-Event viel später im Spiel. Doch auch im Gameplay drückt sich dies aus. Zum einen haben wir natürlich die Skirmishes, wo wir Armeen taktisch anleiten und nicht die Kontrolle über einen einzelnen Charakter oder Soldaten übernehmen. Dann bauen wir ein Königreich auf, wo wir entscheiden, welche Gebäude gebaut werden und welche Person sich um das Gebäude kümmert und was geforscht wird. Denn wir übernehmen die Rolle eines Königs, der sich nun mal Gedanken über ein ganzes Königreich machen muss und nicht nur über sich selber. Und auch in den normalen Kämpfen ist durch die Higgledy dies sehr viel mehr los, auf was wir nicht direkten Einfluss haben. Wir können zwar bestimmen, welche Higgledys wir mitnehmen und ab und zu haben wir auch die Möglichkeit, eine Spezialattacke auszulösen, doch in den Kämpfen passiert sehr viel mehr als im Vorgänger, auf das wir keinen direkten Einfluss haben. Auch die Problematik der Königreiche, die wir besuchen, ist eine andere. So hat König Tom seinen Enthusiasmus verloren, woran er als Individuum drunter leidet, aber die Bürger von Katzbuckel scheinen darunter nicht wirklich zu leiden. Im Gegensatz dazu leiden die Bürger von Goldpaw sehr unter den hohen Steuern, aber weniger Pugnacious, ihr Anführer. Auch die fehlende Selbstbeherrschung der Kulifen ist mehr ein Problem für sie selber als für die Bürger von Al-Kuwait, wo die Bürger von Hydropolis unter den sehr wörtlichen Überwachungsstaat und den absurden Gesetzen wie dem Verbot von Liebe sehr leiden. So durchzieht die zentrale Thematik jede Faser des jeweiligen Spiels, nur dass die Ausrichtung eine völlig andere ist. Das Konzept von Ni No Kuni 2 ist definitiv sehr viel schwerer zu übermitteln, da es nun mal ein abstraktes Konzept ist.
und für mich, wie jeden anderen, es sehr viel einfacher ist, die Trauer eines kleinen Jungen über den Tod seiner Mutter nachzuvollziehen und emotional anzuknüpfen, als die Probleme von Ländern und Königreichen sowie deren Ziele. Mein Ziel ist es nicht, hier eines besser darzustellen als das andere, sondern ich fand diese Beobachtung einfach sehr interessant. Ich bin sogar sehr froh, dass Ni No Kuni 2 nicht versucht, nochmal das gleiche zu machen wie der erste Teil. Und ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie das Königreich Evermore wächst und hoffentlich gedeiht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vergesst natürlich nicht, spielt, habt Spaß und bis denne.